Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge Dota Auto Chess. Was geht ab, Leute? Willkommen zu einer neuen Folge. Wir nehmen mal die Enchantress. Ja, was geht? Ich hoffe, euch geht's gut. Ich bin heute alleine. Ich habe letzte Runde richtig reingesackt. Ich habe am Anfang über sehr viel coolen Stuff geredet, aber leider kann ich sie nicht hochladen, weil die Runde war echt scheiße. Also ich lade jetzt nicht nur Runden hoch, die ich gewinne, aber wenn eine Runde halt einfach nicht spannend ist, so. Sie war spannend, also ich war der Zweitbeste, aber der Erste hatte 90% Leben, der Zweite hatte 20% Leben, ich hatte 6% Leben, aber ich habe gegen jeden gewonnen, außer gegen den Ersten, und dann musste ich gegen den Ersten und habe dann verloren. Okay, der hat vergessen, eine Unit reinzustellen, nice. Da ist schon mal Premium. Ja, mal gucken, ob wir bei Druiden bleiben oder was wir so allgemein bekommen. Wird interessant. Mars wäre vielleicht auch fein gewesen. Mars ist early mal safe so. Okay, Witch Doctor. Wir nehmen den Chaos Knight noch mit. Chaos Knight ist Surf Deck. Den kann man nehmen. Draw Ranger 2, alles klar. Der 69, man kennt ihn. Crazy. Ja, was soll ich sagen? Ah ja, ich habe die Jungs von Autochess mal angeschrieben und mal so ein bisschen nach einer Partnerschaft gefragt. Weil ich habe auf deren Seite gesehen, da stand was diesbezüglich. Und vielleicht wäre das ja ganz cool, wenn ich mit denen. Mein Mikro ist ein bisschen locker. Wenn ich mit denen so ein bisschen in Kontakt stehen würde. Und dann vielleicht so ein bisschen Bonus auch für euch rausholen könnte. Ich bin sowieso super positiv überrascht, wie gut Autochess bei euch ankommt. Also Leute, von daher. Sehr, 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 sehr sweet von euch. Ganz viel Liebe geht raus. Okay, mal schauen, was bekommen wir. Ich weiß halt immer noch nicht, was ich gehen will. Ui, ui. Ich werde Abaddon und Luna haben, ne? Also Abaddon nehmen wir uns jetzt auf jeden Fall. Die Luna hätte ich echt gerne, aber die kriegen wir halt niemals. Auch nicht, wenn wir Enchantress verkaufen. Und ich weiß nicht, ob ich das locken will. I don't know. Ich glaube, das zu locken wäre nicht klug. Der hat schon Luna. Nee. Nee, wir locken das mal nicht. Ich glaube, die Crown wäre sogar besser auf Chaos Knight gewesen. Ich weiß nicht. Wir locken es mal nicht. Bleiben mal so dabei. Aber es ist schon saftig. Ist ein saftiger Start. Kann man so machen. Ich glaube, wenn wir runden, kriegen wir nicht schon ein Gold, oder? Also, wenn wir gewinnen. Habe ich gerade gesagt, wenn wir runden? Nee, wenn wir gewinnen. Ja, nee, kriegen wir nicht. Ansonsten hätte ich... der hat verloren. Okay, der hat sich jetzt mittlerweile was gekauft. Okay. Ich überlege gerade, mir die Draw Ranger zu holen. Ich kaufe sie mal so, ohne Hintergedanken, und kaufe sie erstmal. Bricht mir ja gerade jetzt nicht das Genick. Von daher geht es fit. Alle haben Dota spielen, ach du Heilige. Ja. Mal gucken. Mal gucken. Irgendwie sehe ich da... Unser Start ist okay. Ah, Goblin. Ich weiß nicht, ob wir besser sind. Mit Chaos Knight und Abaddon. Chaos Knight und Abaddon sind halt schon strong eigentlich. Nee, es reicht nicht. Nee. Das werde ich verlieren. Nanobots ist einfach zu OP im Early. Da helfen auch keine Ritterschilde. Oder? Nee, der Timmer ultet gleich und dann bin ich tot. Ja. Und außer jetzt gewinnen wir natürlich mal wieder. Man kennt's. Ah, die Luna wäre schon saftig gewesen. Okay. Terrorblade Furion. Terrorblade brauchen wir nicht. Hook. Nee. Geh noch auf Level 5. Anfang sah er gut aus, aber jetzt irgendwie Sladar 2. Sladar 2 ist halt auch so eine Sache, ne? Aber jetzt gerade. Geht es gerade nicht so fit. Gucken. Ich meine, wir haben jetzt den untoten Buff drin. Ist vorhanden. Ich glaube, gerade eben wäre Draw Ranger und Abaddon wäre auch besser gewesen, aber ich glaube, da hätte ich trotzdem nicht gewonnen. Er hat halt schon Phantom Assassin und Quop. Ich glaube, wir gewinnen es halt trotzdem. Autsch. Chaos Knight Ulte. Okay. Ja, okay, das hat der Chaos Knight gut gemacht. Wir verlieren aber gegen Hokage.
Der hat halt Sladar 2, so. Das ist halt crazy. Das ist halt schon echt viel Luck. Wie hoch ist die Chance auf Stufe 2? Okay, 35%, aber trotzdem dann echt so viele von dem zu bekommen, die man möchte. Chaos Knight und Abaddon. Und Enchantress. Und dann ist da auch noch ein Lycan. Ein Lycan brauche ich eigentlich echt nicht. Venomancer wäre eigentlich noch cool. Aber ich habe kein Geld dafür. Deswegen geht es leider nicht. Das war eine starke Runde jetzt. Ich finde Enchantress 2 ist early richtig gut. Muss ich ehrlich gesagt gestehen. Bin ich sehr, sehr strong. Aber wenn wir Abaddon und Chaos Knight gleich schon auf 2 bekommen würden, also einen von beiden alleine schon, wäre schon echt stark. Weil Abaddon 2, ohne Witz, den killst du einfach so early nicht. Niemals. Kriegst du einfach nicht gekillt. Jetzt mit dem Enchantress Heal noch dabei, ist schon echt cool. Ihr seht es, der Abaddon, der stirbt halt hier auf plus. Oh, die Mirana. Autsch. Und der Dings und die Enchantress die ganze Zeit. Ja, hier war das Targeting leider. Oh, wohl. Ben Enchantress. Ah, die Ult kam leider ein bisschen zu spät. Shit. Super close. Super close. Aber ist okay. Oh, okay, und da gewinnen wir. Wir sind kurz. Gehen den ersten. Wir sind kurz davor, richtig stark zu werden. Dream Protector. Draw Ranger. Nehmen wir. Nehmen wir. Dream Protector könnten wir reinnehmen, aber gerade sind die Ritterschilde, glaube ich, noch ein bisschen stärker. Deswegen behalten wir das mal so. Ich werde wahrscheinlich die Quarterstaff mal auf die Dings packen. Wir spielen den Imp. Auf den habe ich Lust. Der läuft so lustig. Ja, mal gucken. Mal gucken. Also der Untoten-Buff ist schon ganz cool mit den Units, die wir haben. Luna wäre natürlich geil gewesen. Man kann nicht alles haben. Der hat auch einen Untoten-Buff. Aber ist okay. Ich glaube, sollen wir gewinnen. Oder? Ja, doch. Das gewinnen wir auf jeden Fall. Gegen 69 diesmal. Okay, der wird wahrscheinlich... Gewinnt der gegen uns? Ich wollte gerade sagen, der wird auf jeden Fall safe gegen uns verlieren. Wobei der Enchantress Heal ist halt immer noch auf der Dings drauf. Ist halt Miranda 2. Nee, das ist plus Nanobots, ne? Also, ja. Bisschen Luck gehabt mit den Nanobots. Aber ist okay. Solange wir auf unserem Board gewinnen, ist mir eigentlich alles egal. Okay, Terrorblade, noch ein Enchantress. Phantom Assassin und Terrorblade sind zwar beide geil. Batrider brauche ich nicht. Ich gehe, wenn, wahrscheinlich nur 4 Knights. Wahrscheinlich noch mit Dragon Knight und Omni Knight. Oder ich kann ihn kaufen. Das ist, denke ich, okay. Ich glaube, so schlimm ist es jetzt nicht. Nächste Runde gehen wir auf 6. Ja, außer da ist jetzt ein Dream Protector, ein Abaddon und ein Chaos Knight drin. Aber dann ist mir das auch recht, weil dann bin ich halt broken. Da bin ich komplett insane. Okay, das hätten wir, glaube ich, auch gewinnen. Ist gerade nicht schlecht. Also, ich habe selten Runden, wo mein Start richtig gut ist. Normalerweise sind so meine späteren Runden dann erst gut. Und selten der Start. Deswegen nehme ich das auf jeden Fall gerne an. So kann ich gleich ordentlich Geld sparen. Okay, Chaos Knight. Saftig. Chaos Knight auf 2. Ja, ich glaube, ich kann gerade ein bisschen chillen. Oh, Dream Protector 2. Okay, das ist auch krass. Also 9. Runde Dream Protector 3 ist, 2 ist auch schon not bad. Aber ich glaube legit gerade... Oh, ich bin nicht auf Level 6 gegangen. Level 6 wollen wir uns auch noch gönnen. Und wir hauen noch einen Bad Rider mit rein. Haben wir halt... Also ist gerade, glaube ich, for real die beste Unit, weil wir haben halt eine höhere Chance, die Ritterschilde zu proppen. Okay, der ist auch krass. Juggernaut und Tiny auf 2. Plus 3er Hunter. Also er hat 3er Warrior und 3er Dings. Okay, der macht uns, glaube ich, komplett. Der ist echt strong, ach du Heilige. Ja. Das war halt natürlich wieder super unlucky, weil die 3 hier super low sind, aber ach du Heilige. Juggernaut und Tiny 2 sind halt echt strong und dann halt, also der hat ja auch super gut aufgestellt hier. Seine Aufstellung ist sehr, sehr gut. Lightkeeper und Medusa. Sind beides geile Einheiten. Die Medusa nehmen wir mal mit. Die Medusa packen wir mal mit rein.
Lassen wir das mal so. Ist eigentlich okay. Ansonsten brauchen wir hier von nichts. Achso, hier gehen die Golems. Machen wir die? Ich hab's nicht ulte. Ah, okay, Ritterschild ist gepoppt. Das war nice. Naja, hat trotzdem nicht geultet. Unangenehm. Cloak, Crown. Gegen keine offensiven Items. Ring of Regeneration. Kein offensives Item bekommen. Ach du Heilige. Ich bin ja immer eher ein Fan von offensiven Items als von defensiven. Aber man kann ja nicht alles haben. Stuff Deck. Das brauchen wir eigentlich nicht. Ich will die Ult früher auf der Medusa haben. Cloak will ich auf meinem Chaos Knight haben. Ring of Regeneration können wir auch auf Chaos Knight packen. Weil ich sehe gerade. Ja, aber dann hier ist ja besser. Ja. Ja. Ist okay. Nicht das Beste, aber ist okay. Damit können wir erstmal arbeiten. Kam die Medusa-Ult jetzt echt nicht mehr durch? Das war unlucky, aber das sollten wir, glaube ich, gewinnen. Ja, oder wir haben einen Kunker. Okay, wir haben auch eine Medusa. Und einen Disruptor, habe ich da auch gesehen. Ah, Miranda-File. Ungünstig. Sehr ungünstig. Aber da, die Enchantress-Ult ist noch drauf. Ah, come on. Ja, die Enchantress-Ult carried uns, glaube ich. Ja. Okay, wir sterben auch. Ist okay. Ist okay, nehme ich. Nehme ich. Noch ein Furion, okay. Furion 2 nehmen wir. Das brauchen wir aber leider nicht. Stufe 7 dauert noch. Noch ein Lone Druid und ein Enchantress wäre ja natürlich saftig. Aber mal gucken. Mal gucken. Omni Knight oder Dragon Knight vielleicht wäre auch cool. Also Omni Knight. Ich will super häufig auf Omni Knights gehen. Aber ich bekomme die einfach nicht. Ich bekomme sie halt insane nicht. Okay, wir müssen gegen den, der lange Erster war. Der spielt Chaos Knight 1. Noch ein Chaos Knight 1. Luna 2 mit einem Quarterstaff. Templar Assassin, okay. Die wurde gesagt. Okay, den nehmen wir ja komplett auseinander. Gewinnen wir mittlerweile gegen den? Ich glaube ja. Mittlerweile gewinnen wir sogar gegen den. Das ist nice. Wir sind gerade echt strong. Auch wenn ich so das Gefühl habe, dass mir noch richtig viel fehlt, aber ich weiß nicht. Ein Abaddon wäre halt nice, ne? Träumolot. Den habe ich eben die ganze Zeit gesucht und nicht bekommen. Und jetzt bekomme ich ihn. Alles klar, leck. Ich glaube, ich brauche den Träumolot nicht. Es tut so weh, nicht zu kaufen, weil ich habe ihn eben so lange gesucht in der letzten Runde, die ich nicht hochladen konnte. Da habe ich eine Combo um Träumolot gespielt, habe so viel reingerollt und habe Träumolot erst in Runde 22 bekommen. Da war ich halt fast tot. Der hat mich dann natürlich noch hart gecarried, aber der passt halt hier bei uns jetzt gar nicht rein. Halt null. Ein Hunter wäre noch gut. So Tidehunter später. Ist sehr, sehr gut bei uns. Okay, der gleiche von eben. Der hat jetzt einen Disruptor drin, den hat er eben nicht, ne? Der ist schon Level 7 gegangen und hat Disruptor mit reingepackt. Shit. Das ist nicht so cool. Okay, die Disruptor-Ult da hinten ist nicht wichtig. Aber wir verlieren es jetzt dadurch. Der geht einfach Level 7. Das ist nicht so cool. Weil ich hätte gegen jeden gewonnen, außer gegen den wahrscheinlich. Der Level 7 geht. Runde 13. Ach du Heilige. Der hat halt kein Geld. Aber wir kommen auch noch nicht so wirklich zum Sparen. Chaos Knight nehmen wir. Gibt nichts, was ich verkaufen kann. Für die 20 Gold. Nee. Nee. Ja, Jäger später wäre auf jeden Fall noch ganz gut. Beast bekommen wir später über den Lone Druid. Elfenbonus und Elfenjäger. Miranda halt, ne? Aber Miranda will ich halt safe nicht haben. Es geht sowieso. Ich kann auch, warum so viele Leute für Miranda gehen. Ich finde die tatsächlich gar nicht so geil. Aber der dritte Abaddon, der wartet auch schon echt lange. Okay, Assassin. Zwei Phantom Assassin auf zwei. Ja, Draw Ranger, war nice mit dir. Hat sehr viel Spaß gemacht und die Medusa kommt nicht zum Ulten, oder? Doch, kommt sie, okay. Nein, kommt sie nicht. Sie kam nicht mehr durch. Och, come on. Alter, das ist disgusting.
2 Phantom Assassins auf 2? What the fuck? Ach du Heilige. Okay, den ersten gewinnen wir natürlich. Aber die anderen wären gerade ziemlich strong, habe ich so das Gefühl. Abaddon, nice. Abaddon 2 jetzt hier ist richtig gut. Ansonsten, oh, wir hätten noch Windranger. Ist auch noch 11 Jäger. Nehmen wir die mal noch mit. Können wir mit Stufe 7 reintun. Ich glaube, die ist auch noch ganz geil. Übergangsmäßig. Haben wir halt Elfen-Kombo. Ach, die haben wir aber auch nur mit, die haben wir auch nur mit Furion, ne? Ah, Wölfe, okay. Aber das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Ich glaube, ich bin auch so stark genug. Vor allem, weil die trotzdem direkt auf die Tanks gehen. Aber meine Tanks machen halt genug Damage, sodass ich da, glaube ich, kein Problem mit habe. Magirob, okay. Voidstone, okay. Nimmt man. Ah, noch eine Magirob. Nimmt man auch. Und noch eine Blightstone. Ist okay. Ist okay. Mal gucken. Okay, die erste verlieren gegen die Wölfe. Alright, Shadow Fiend, noch ein Abaddon. Den nehmen wir natürlich mit. Voidstorm packen wir auf Medusa. Magirob packen wir auf Medusa oder Chaos Knight? Wahrscheinlich auf Medusa. Ja. Ja. Und den Blightstorm packen wir auf Draw Ranger. Ja. Ja. Nächste Runde gehen wir schon auf 7. Aber wir kamen es ja noch nicht so zum Geldsparen, ne? Ich weiß nicht. Aber dabei, finde ich, habe ich gar nicht so krasse Einheiten. Ja, wobei, Abaddon 2, Chaos Knight 2. Wir haben nur Stufe 2 Einheiten und Medusa. Also wir sind schon eigentlich nicht schlecht dabei. Den machen wir halt easy. Der verliert auch gegen uns. Ja, wir sind schon echt stark gerade. Kann man nichts gegen sagen. 5-0 haben wir gegen den Waydown verloren. Gewonnen. Noch ein Abaddon, noch eine Draw Ranger. Die. Was machen wir mit der. Für den Bad Rider raus. Wäre egal gewesen, weil wir jetzt eh auf 7 gehen, aber ja, okay. Was tun wir rein? Wir gönnen uns den Hunter-Bonus. Ja, kriegt zwar den Elf-Bonus nicht. Aber der Hunter-Bonus ist auch nice. Gerade für die Draw-Ranger. Also, Chaos Knight macht natürlich am meisten Damage. Okay, Draw-Ranger hat gerade echt wenig gemacht. Aber die macht jetzt mehr Schaden. Und falls jemand Elfen spielt, können wir dagegen auch vorgehen. Okay. Luna wäre Elf, ne? Also, Luna wäre echt geil gewesen, early, wenn wir da eine gute bekommen hätten. Das gewinnen wir auch. Sollen wir auf jeden Fall gewinnen. Luna geht down. Oko Magik. Ja, easy. Gegen ist es? Gegen den Boy hier. Und der Erste gewinnt wahrscheinlich gegen mich, oder? Ja. Der ist gerade echt strong. Aber auch nicht so hoch. Auch nicht so hoch. Es wird interessant. Es wird interessant. Mal gucken. Mirana, Chaos Knight. Okay, nice. Nice. Ich muss mal schauen, ob wir den Furion vielleicht später verkaufen, den einen. Also wenn es drauf ankommt und wir was Gutes bekommen, was wir unbedingt haben möchten, Draw Ranger oder so, dann werde ich den Furion 1 rausbauen. Aber ich glaube nicht, dass wir Furion spielen werden. Ich glaube es nicht. Lone Druid würde ich noch mit reinpacken. Und dafür würde ich mir dann einen Furion aufsparen, damit wir den Lone Druid dann halt immer hochpushen können. Wenn es sich anbietet, okay. Das ist der Gegner, den wir eben verloren haben. Die Disruptor Ult war richtig bad. Oh, ich glaube, jetzt gerade macht er uns sogar noch härter als gerade eben. Hat er ein Upgrade bekommen? Ich meine, das Targeting war schon wieder absolut garbage. Aber ach du Heilige, der hat uns gerade echt gemacht. Der ist echt strong. Oh, hat er verloren? Gegen Waydown hat er verloren. Aber gegen Waydown hatten wir eben gewonnen, oder ist er auch stärker geworden? I don't know. Mal gucken. Mal gucken.
Okay, was bekommen wir? Noch ein Dream Protector. Ich glaube, ich nehme den Dream Protector mit. Für den einen Frühjahr. Notfalls kann ich ja, wobei. Ach komm, ich nehme mal mit. Dream Protector auf 3 später ist auch ganz nice. Alles nicht schlecht. Dagegen sollten wir gewinnen. Dagegen sollten wir auf jeden Fall gewinnen. Außer er hat jetzt richtig krasse Items. Okay. Okay. Der hat halt legit gar keine Items auf irgendjemandem. Ja, das sollten wir haben. Er spielt aber auch Elfen. Elfen finde ich ist immer ganz funny, aber ist auch nicht so gut. Auswärts gewinnen wir. Ja, 4-0. Okay. Okay. Omni Knight. Omni Knight will ich haben. Omni Knight will ich haben, ja. Ich hätte so gerne den Lone Root, um wenigstens die Enchantress auf 3 zu machen. Von mir aus könnte ich den dann danach auch wieder verkaufen. Ich wüsste echt nicht, ob ich den behalten will. Aber den Omni Knight nehmen wir hier jetzt mal mit. Wir brauchen langsam echt halt das Gold, damit wir dann auf Level 8 gehen. Aber wir haben gerade das meiste Geld und ich bin gefühlt schon richtig schlecht, was das Geldmanagement gerade angeht. Also. Ach, das heißt schlecht, ich habe nicht einmal gerollt, aber trotzdem. Irgendwie fühle ich mich gerade so, als würde ich zu viel Geld ausgeben. Plate Mail und Mithrilhammer. Also Items sind saftig. Da kann ich mich echt nicht beschweren. Wir bekommen halt viel. Nicht unbedingt die besten, aber wir bekommen viel. Das ist auf jeden Fall in Ordnung. Aktuell stehen wir 13-6-1. Okay. Da ist noch ein Dream Protector und noch ein Dream Protector. Ja, da wäre der Dream Protector 2 gewesen, der zweite. Aber das kann man nicht wissen. Und da werden wir weiter sparen. Das hier kommt hier drauf und das hier kommt hier drauf. Morbid Mask, also Mask of Madness auf der Draw Ranger wäre natürlich cool. Aber ist in Ordnung. War da nicht gerade 3 Timbersaw? Oder bin ich doof? Habe ich gar nicht gesagt 3 Timbersaw? Habe ich den Task echt mit dem Timbersaw verwechselt oder was war da los? Ach, wir müssen wieder gegen den. Okay, hat er das. Oh, ich dachte gerade, der Disrupt auf 2. Ja, aber das verlieren wir. Warum muss ich die ganze Zeit gegen den Typen? Also, was das angeht beim Spiel, da hasst mich das Spiel. Ich muss immer wieder gegen die. Also, ich verliere immer gegen sehr, sehr wenige. Aber ich muss immer gegen die spielen, gegen die ich verliere, habe ich so das Gefühl. Das ist ganz, ganz weird. Also wirklich. Ein Abaddon und ein Chaos Knight. Abaddon und Chaos Knight. Wäre nice. Ich meine, wir liegen zwar nur auf 2, aber... Ne? Ihr wisst schon. Ich krieg gerade halt nichts Gutes, aber jetzt können wir halt ein bisschen... Der ist halt auch Level 8 gegangen. Und der hier halt auch. Das sind halt Idiots. Templar Assassin 2. Die haben halt alle kein Goldmanagement. Ich habe noch 52... Leben. Das heißt, ich lebe schon noch eine Weile. Ich werde wahrscheinlich die nächsten 2-3 Runden noch verlieren. Aber ich werde jetzt mein Gold gut investieren können. Das heißt, ich spiele auf jeden Fall Late-Game-orientiert. Ich werde ja outscalen. Also am optimalsten wäre, ich muss jetzt gegen jemanden, der schon auf Level 8 gegangen ist. Ich wollte gerade sagen, optimalsten wäre es jetzt, wenn ich gegen jemanden müsste, gegen den ich gewinne. Aber wir müssen natürlich direkt gegen jemanden, der ein dummer Arsch ist. Anders kann man es hier, glaube ich, gerade nicht nennen. Und, ja, das Targeting schon wieder super weird. Aber ja, jetzt verlieren wir halt 5-0. Und kriegen wieder super viel Damage. Aber ich bekomme auch gerade nichts. Aber wir spielen goldorientiert. Das ist okay. Wir sind die Einzigen, die gerade 50 Gold haben. Ne, der eine über uns hat noch, aber der ist auch noch Level 6. Das ist halt genauso crazy. Also es kann gut sein, im Midgame viel zu investieren, wenn man Glück hat. Kann es wirklich gut sein. Aber es kann einem auch echt das Genick brechen. Deswegen mal gucken. Mal gucken. Okay.
Der hat halt auch super viel investiert. Ach, das war der Templar Assassin 2 hat. Ja, Templar Assassin 2 ist halt auch insane. Hat aber keinen gekillt, das heißt, wir könnten es wahrscheinlich sogar gewinnen. Ohne seine Templar Assassin, oder? Was hat sein Luna für... Der hat Luna 3? Ach so. Ach so. Ach so. In dem Sinne. Und da ist noch ein Dream Protector. Ja? Es reicht nicht ganz für Level 8. Oh, wir gehen jetzt nächste Runde Level 8. Ja, es lohnt sich aber auch nicht jetzt rein zu cashen, oder? Soll ich auf Level 8 gehen? Was will ich denn dafür reinstellen? Die zweite Enchantress? Ja, komm. Kauf uns den Dream Protector noch. These are not so good with emotion. Ich meine, early hatten wir echt viel Glück, aber danach... Der Disrupt auf 2? Ach du Heilige. Okay, die Kunker-Ult war in Ordnung. Ja, okay. Ich glaube, sollen wir gewinnen. Eine Einheit mehr haben ist halt schon ganz cool, ne? Gewinnen wir gegen den? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Gut. Das ist gut. Sind auf Platz 4. Haben immer noch gutes Goldmanagement. Da ist noch ein Furion. Die will ich aber alle nicht. Können auch mal XP investen. Wir gehen jetzt einfach. Unser Plan ist es gleich auf Stufe 10 zu gehen und dann einfach zu rollen für gute Units. Lone Druid 2. Und der kriegt halt den Lone Druid. Ich Lone Druid hätte. Lecker. Der Enchantress auf 2, auf 3 wäre schon ein nicer Power Spike. Aber auch hier Wind Ranger. Wir laufen halt immer noch mit Wind Ranger auf 1 um. Kitty, ich höre schon wieder die Leute über rerollen. Bei den Geiern. Sobald man halt einmal drin ist, dann kommen wir da halt sehr schlecht wieder raus. Mit Trilhammer und Plate Mail. Wir kriegen die ganze Zeit mit Trilhammer und Plate Mail, habe ich so das Gefühl. Ist okay, sind gute Items. Womit kann man im Hyperstorm, okay. Lone Druid, okay. Zack, zack. 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 Okay, das ist ganz cool. Den Lone Druid können wir eigentlich schon draufpacken. Bei der Dragon Knight halt auch cool ist mit dem Omni Knight. Ich könnte theoretisch gesehen den hier verkaufen. Dragon Knight kaufen. Weil der ist nice to have. Ja, es ist okay, denke ich. Einfach wieder ein bisschen late gemacht. Ah, ich glaube, der Frühjahr wäre sogar besser gewesen. Wobei, wir haben den Beast-Bonus jetzt, ne? Der hat Timbers auf 3! Ich werde verrückt. Aber vielleicht mit dem Beast-Bonus... Der stirbt halt nicht. Bis der halt tot ist, ist halt mein ganzes Team tot. Ja, jetzt ist er halt tot. Und jetzt. Das ist genau, wie ich es gesagt habe. Okay. Okay. Ich hätte noch einmal XP investen können eben, aber wir hätten Items gehabt. Das hätte alles keinen großen Unterschied gemacht, glaube ich. Nope. Nichts dabei, was wir brauchen. Das hier geben wir Chaos Knight, Draw Ranger und Double XP. Fast Level 9. Phantom Assassins. Warte, hat der jetzt Phantom Assassin 3? Nee, ist wer anderes, oder? Razor 2, Doom 2. Razor 3. Furion 2. Okay, Furion 2, ja. Ja, die Leute rerollen gerade sehr hart rein. Bad Rider 2, Furion 3 und Mars 2. Und wir müssen gegen jemanden, der nicht so viel Neues zu bekommen hat. Gegen den sollten wir gewinnen. Der ist gerade letzter. Hui. Okay, das war ein bisschen lucky von ihm gerade, also wie er alles gehittet hat, aber... der Bär ist halt echt strong, aber like... Ne, oh, ich verliere sogar gegen den, was? Okay, wir haben noch 21% Health. Ist alles noch okay. Wir sind immer noch gut dabei, Leute. Denke ich. Der ist gerade all in gegangen, der da unten. Ne, der hat noch 35, okay. Wir gehen jetzt auf Level 9. Okay, wir gehen auf Level 9, safe. Und hauen... einen Dragon Knight mit rein.
Nee, tun wir nicht. Wir hauen Furia mit rein. Für die Elfen-Kombo. Ja. Ja. Ja, ich denke schon. Tidehunter oder so wäre halt auch nice. Ah, mal gucken. Irgendwie bin ich da nicht so überzeugt von dem, was ich hier tue gerade. Und da ist der Typ mit Luna 3. Der hat halt seine Luna 3 mit auf Steroiden. Steroiden. Holy shit, ich kann nicht sprechen. Gepumpt. Aber wir haben halt gerade echt viele Einheiten so. Ihr seht es. Wir haben echt viel. Templar Assassin ist halt nervig. Aber wir haben viel. Das ist halt gerade gut. Okay, der erste ist gestorben. Der erste ist raus. Gewinnen wir gegen den ersten? Ja, wir haben 3-0 gewonnen. Okay, perfekt. Kunker ist cool. Lohnt sich aber nicht. Draw Ranger, okay. Nehmen wir. Können gerade leider nicht nochmal aufwärmen, aber ist okay. Wir haben halt viele Einheiten. Das ist halt gerade unser Vorteil. Aber die anderen fangen halt gerade wieder, an zu sparen. Phantom Assassin 3. Und fangen halt an so ein bisschen, die kriegen halt guten Stuff. Der hier investet halt so komplett. Ach, der hat Draw Ranger 3. Oh, der hat halt Tipper so und Draw Ranger 3. Ah, das ist ja gleich von eben, okay. 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 Den haben wir ja eben besiegt. Mal gucken, ob wir es nochmal schaffen oder ob es so ein Lucky war. Ich meine, seine Luna 3 ist halt schon... Templar Assassin Schilde sind halt so dumm. Ich werde es deswegen wahrscheinlich auch verlieren. Eine Morbid Mask, okay, das ist nice. Ja, aber ich verliere das jetzt halt wegen den Templar Assassin Schilden. Außer mein Bär überzeugt mich jetzt komplett. Ich finde, der Bär ist echt gut. Er hat sein Schild nicht... Nee. Nee. Okay, wir kriegen nochmal 3 Damage reingedrückt. Morbid Mask ist halt nice. Kunker Doom. Wir rerollen jetzt. Wir fangen an, jetzt mal rein zu rerollen. Vielleicht kriegen wir ein bisschen gutes Zeug. Ist das schon mal ganz geil? Das ist geil. Ich habe halt keinen Platz, ne? Ich habe halt legit keinen Platz. Das ist halt so ein bisschen gerade das Problem. Den früheren würde ich zum Beispiel auch ganz gern nehmen. Werde ich noch auf Omni... Ach komm, wir gehen nicht mehr auf Omni Knight. Ich versuche jetzt gerade einfach, die auf 3 zu bekommen. Broadsword, okay, ist cool. Ein Demon Edge, yo, alles klar. Ich meine, wir können unsere Draw Ranger halt immer weiter pushen, aber wir müssen die halt auch irgendwann auf 3 bekommen. Wind Ranger haben wir auch bisher immer noch nur eine bekommen. Ist halt auch insane. Noch ein Lone Root, okay, das ist nice. Das ist richtig nice. Noch ein Lone Druid. Noch ein Lone Druid. Oh Gott. Alter. Lone Druid 3 hier ist jetzt ein richtig starker Power Spike. Okay. Mal gucken. Wir müssen jetzt noch nicht auf 10 rushen. Okay, das ist der mit Timbersaw 3 und Demon Edge 3. Ich meine, unsere Draw Ranger auf 2, die macht gerade so viel Schaden. Schaut euch ihre Items an halt. Ja, und der mit Render Fire geht natürlich genau auf sie. Auf unser Most DPS Character. Und die ist erstmal 3 Jahre gestunt. Die macht halt insane Damage. Also, die ist nur auf Stufe 2. Und die macht wahrscheinlich mehr DPS als sein Draw Ranger auf 2. Okay, wir haben auswärts verloren. Ja, gegen den Typ mit Phantom Assassin 3 ist halt nicht so knackig. Ich glaube, ich spiele auch gleich Corner. Weil der mir gerade ein bisschen zu stark ist. Okay, wer fightet da noch? Der hier. Templar Assassin gegen Timbersaw 3. Okay. 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 Okay, ich will Corner spielen. Das heißt, wir packen den dorthin, den hierhin, den dahin, die hierhin, den...
Das war nicht perfekt. So will ich das auch nicht stehen lassen. Aber ist okay. Okay, wir müssen eh nicht gegen den Assassin Boy. Das heißt, ist okay. Ich muss halt versuchen, meine Draw Ranger schnell auf Reihe zu bekommen, eigentlich. Die ist gerade super wichtig. Und dafür muss ich die halt erstmal ziehen. Und Wind Ranger bekommen wir gerade auch keine. Aber dann fehlen auch noch drei. Mal gucken. Mal gucken. Irgendwie alles ein bisschen kritisch. Habe ich so das Gefühl. Wir gewinnen gegen den ersten, das ist nice. Wind Ranger und Draw Ranger und ein Chaos Knight. Okay. Okay, das war ein nicer Shop. Da ist nichts dabei. Okay. Wie mache ich das jetzt hier? Lassen wir es mal so. Ich glaube, so ist es gerade am besten. Das ist der mit seiner Luna, okay. Sein Templar-Assassin springt direkt. Okay, das war perfekt. Ah, oh, die kriegt ihr Schild halt trotzdem noch raus. Bitte töte sie schnell. Bitte, 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 bitte. Okay, die ist down. Nice. Das war wichtig. Ja, das ist nice. Das war eine schöne Runde. Den haben wir richtig nass gemacht. Holy shit. Okay, auswärts gewinnen wir auf 0. Das hier ist halt noch ein Problem, der Typ hier. Mit seiner Phantom Assassin 3. Der ist halt echt ein Problem. Für mich. Da brauche ich jetzt noch ein bisschen geile Einheiten. 9 müssen wir noch nicht rushen. Erst sobald ich den Tide Hunter habe, wahrscheinlich. Okay, ist nichts Gutes dabei. Wind Ranger 2. Oh Gott, was mach ich denn? Ah! No, jetzt laggt's! So, okay. Danke. Wind Ranger auf 2 ist okay. Nichts dabei. Nichts dabei. Dream Protector, nice. Dream Protector auf 3. Okay. Jetzt fehlen nur uns noch Chaos Knight, Draw Ranger und Abaddon und ein Tide Hunter. Und dann halt noch Level 9. Okay, das ist der Timbersaw 3 Typ. Machen wir den noch? Okay, ich bin mal gespannt, ob wir gegen den hier gewinnen können. Oh, das sieht aber gerade ganz gut aus eigentlich. Der hat Razor 3 und Phantom Assassin auf 3, aber vielleicht haben wir den ja sogar raus. Also wenn wir das schaffen, dann können wir die Runde hier sogar echt gewinnen. Oh, wir haben ihn echt rausgehauen. Krass. Und keins seiner Items bekommen. Oh, da ist doch einer rausgeflogen. Wir sind schon mal in der Top 3. Und es sieht gerade nicht schlecht aus. Oh, ein Magirob. Okay. Es sieht gerade nicht schlecht aus. Okay, wir rerollen jetzt mal ordentlich rein, glaube ich. Oder? Ah, Wind Ranger. Okay, jetzt kommen die aber. Enigma. Brauche ich nicht. Ah, nein, der Chaos Knight. Ah, shit. Ah, shit. Shit. Den wollte ich eigentlich schon sehr, sehr gerne haben. Aber okay. Ah, fuck. Ah, es kommt der Drache. Oh, nein, ich stehe so dumm. Ich stehe halt komplett dumm. Panda, rette mich. Nee. Ah, wohl. Ah, nice. Und nochmal Broadsword. Okay. Puh. Heilige Macaroni. Schafft der es? Ja, doch. Ein Javelin. Ich glaube, das Broadsword cooler. Okay, ist nichts dabei. Ein Techies und ein Gyro. Nö. Nö. Der kriegt Omni Knight auf 2, aber nicht auf 3, oder? Nö. Nope. Nee. Nope. Nee. Aber dann. Okay. Das war cool. Noch eine Draw Ranger. Brauche noch eine Draw Ranger. Wo ist sie? Ohne Medusa. Ist auch sehr nice. Wenn wir Medusa noch auf 2 bekommen würden, wäre es natürlich auch stark. Ja, das sollten wir, glaube ich, gewinnen. Okay, gewinnen wir gegen beide, ist jetzt die Frage. Also, wir gewinnen gegen den Boy hier und Glenn Gütter verliert 10-0 gegen uns. Ach du Heilige, okay. Ich glaube, wir können die echt gewinnen, die Runde.
Das ist der Tidehunter. Dafür müsste eigentlich der Windranger raus, ne? Ja, kein Platz. Nee, wir scheißen mal auf den Tidehunter. Wir sind gerade so gut. Wir rerollen lieber. Auf die Units, die wir brauchen. Abaddon. Kein Platz. Dusa kommt raus für den Abaddon. Weil Abaddon fehlt uns dann nämlich auch noch einer. Okay, Phantom Assassin 2 ist okay. Terrorblade, ja, bla bla bla. Bla 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 bla. Ein Chaos Knight. Er hat keinen Platz. Ein Abaddon. Okay, jetzt haben wir Platz. Nächste Runde Abaddon auf 3. Ja. Das gewinnen wir halt locker. Okay, ja, wir haben die Runde gewonnen. Das war irgendwie so richtig weird, weil ich hatte irgendwie so gar keinen Ansatz, was ich spielen will. Aber wir gewinnen die Runde halt super strong. Noch ein Blightstone. Und. Alles klar. Yo. Ich weiß nicht, ob wir... Ja, okay. Yo. Ich hab die Medusa verkauft, no. Gehen wir noch? Vielleicht eine Medusa? Lich. Lightkeeper. Nee. Da ist noch ein Chaos Knight. Ja, wir haben die Runde gewonnen. Puh, saftig. Ich weiß nicht, was das Geheimnis war. Ich meine, wir haben halt 1, 2, 3, 4, 5, 6... Stufe 6 Level 3 Einheiten. Das war, glaube ich, hier das Geheimnis. Und ja, Leute, auch solche Runden kann man gewinnen. Ohne richtig krassen Plan, was für ein Team man bauen will. Ich meine, was hatten wir? Wir hatten 2 Ritter, wir hatten 3 Hunter. Das war so ein richtiges Mischmasch. 10-0 verloren, Alter. Holy shit. Kriegen wir den Chaos Knight noch? Der wäre cool. Scheint nicht so. Nö. Das ist die Medusa. Die ganze Zeit kommen jetzt die Medusas. Okay. GG. Ja. Und damit gehen wir eine weitere Runde Auto-Chess. Sweet. Ja, die anderen waren jetzt nicht so. Also ich glaube, wir werden wahrscheinlich auf Knight 5 aufsteigen. Okay, geht noch Ogre Magi auf 3. Oh, ich glaube, das verlieren wir jetzt. Okay, nee, das haben wir halt gewonnen. Ich glaube, er könnte gar nicht genug reinlacken, um die Runde noch zu gewinnen. Ich glaube, er kriegt meinen Abaddon nicht mal tot. Das ist schon heftig. Und dann kriegen wir nochmal einen Monster-Kill. GG. Kriegen wir noch den Chaos? Na, okay. Ja, wir gehen auf Knight 5 hoch. Und 5 Bonbons, saftig. Alright, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr das auf jeden Fall sehr gerne eine positive Bewertung habt, würde mich sehr, sehr freuen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.